Hallo, es ist wieder Zeit für ein Unboxing. Diesmal geht es um ein Stativ und zwar von Rolei, das C5i. Was hier drin ist. Warum habe ich mich für das Rolei entschieden? Zum einen war es das Packmaß. Ja, zum anderen hat mir die Verarbeitung sehr gut gefallen. Ich habe mir das mehrfach angeguckt, bei Mediamarkt oder in anderen Läden. Und zum Schluss ist dann meine Entscheidung auf das Rolei gefallen. Und ich bin froh, dass ich es jetzt endlich gekauft habe. Zum anderen war noch im Rennen das Vanguard Alta Pro 263 AT mit dem Pistolengriff, was die ambitionierten Hobbyfotografen sicherlich kennen. Aber ich habe mich dann für das Rolei entschieden, weil es so viele gute Bewertungen hat und mehrfach ausgezeichnet wurde und mir die Verarbeitung einfach so gut gefallen hat, dass ich es unbedingt kaufen wollte. So, und jetzt bin ich wirklich gespannt, was hier Schickes drin ist. Das sieht schon mal sehr gut aus. Sehr wertig gearbeitet. Ja, Packmaß ist super, passt in den Rucksack rein. Also gefällt mir wirklich gut. Das sieht auch super aus. So, Tasche lege ich mal ein bisschen beiseite her. Und jetzt sind wir hier beim Herzstück. Ich habe das also in Orange genommen, wie man unschwer erkennen kann. Das ist allerdings ein sehr kräftiges Orange und naja, ich bin nicht ganz so zufrieden mit der Farbe, aber was soll's. Die anderen Farben haben mir also noch weniger gut gefallen und bei der Farbe hier, ja, da war ich eigentlich recht zufrieden damit. Das Schwarze, ich weiß nicht, was Rolei da für eine seltsame Politik macht, aber das ist halt das teuerste, was ich natürlich bevorzugt hätte, aber es ist einfach zu teuer und warum nochmal 30 Euro mehr ausgeben, nur weil es dann schwarz ist und irgendwie weniger auffällt. Okay, das ist hier schon mal aufgelesen. Ja, soviel zur Farbe. Also ich bin irgendwie hier begeistert davon, weil es halt so ja, alles schön ineinander passt, flüssig läuft. Und das ist einfach toll, toll gemacht. Okay. Ich muss das jetzt mal wieder zusammenklappen, weil man das sonst so schlecht sehen kann. Kugelkopf läuft flüssig, läuft super. Also ich finde, dass für so ein Einsteigerstativ, für so ein ja, semi-professionelles oder vielleicht Hobbystativ sogar, ist das einfach super gemacht und ich bin davon wirklich begeistert. Also hier ist die Panorama-Funktion, ne? Kann ich hier drehen, anscheinend, oder? Ist das so gedacht? Ja gut, das wird sich, muss ich mir mal noch genauer angucken, dann vielleicht bei einem späteren Video. Warum habe ich jetzt nochmal das Rolei, dem Vanguard Alta Pro 263 AT bevorzugt? Ganz einfach, es war natürlich der Preis und diese Mittelsäule, die ist ja nicht 100% aktiv, ne? Ich kann die zwar hoch und runter verstellen, aber bei dem Alta Pro von Vanguard, da kann ich ja diese Mittelsäule nochmal rumkippen zur Seite. Ne? Das möchte ich natürlich auch gerne nutzen für bestimmte Filmarbeiten, wo ich einfach ganz weit ran muss und das Stativ dann ja, zu groß ist und stört. Und deshalb muss ich dann ein Stück rüber, dass das wie so ein Galgen ist. Ne? Und da werde ich mir dann etwas bauen und das kann ich ja dann in einem weiteren Video noch zeigen. Das ist einfach ein Brettchenbau, wo unten ein, ja, ein Stück dran geschraubt ist aus Metall oder vielleicht auch aus einem festen Plastik, was dann diesen Schwalbenschwanz hat, was dann hier reinpasst, was dann festgezogen wird. Und vorne an diesem Brettchen ist dann wieder ein Kugelkopf oder eine zöldische Schraube, um dann die Kamera aufzunehmen und dann kann ich da halt wieder
besondere Einstellungen vornehmen, mit besonderen Blickwinkeln, die sonst so mit einem geraden Stativ nicht möglich wären. Okay, ich bin jetzt froh, dass ich das Ding gekauft habe, dass ich ein vernünftiges Stativ habe. Werde das ausgiebig testen und dann sicherlich nochmal ein Review dazu machen und ein Hands-on. Und ja, genau. Ich denke, das ist ein gutes Stativ zum Einsteigen. Etwas Billigeres würde ich nicht kaufen. Ich habe mir das gut überlegt und ich freue mich, dass ich es jetzt habe. Genau. Ich danke euch fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.